Ich kann euch ja nicht die ganze Woche ohne einen deutschen Panzer überstehen lassen und dementsprechend zeige ich euch heute den 8-8er Jagdtiger, den Premium-Panzer, den es ja derzeit leider nicht zu kaufen gibt und wahrscheinlich, ich will es da nicht unken, aber auch so schnell nicht wieder geben wird. Von dem her schauen wir uns ihn aber zumindest hier nochmal im Spiel an und gucken, wie er da so performt. Karte ist Pilsen. 8er Top-Tier, wobei das ist ja eine Besonderheit, die der Jagdtiger hat, dass der ein verbessertes Matchmaking hat. Das heißt, allerhöchstens kommt er eh nur in Tier 9 Gefechte. So, ich habe jetzt schon gedacht, der will hier das Ding da umfahren, aber nee, tut er dann doch nicht. Die Karte ist nach wie vor, es gibt welche, die finden sie super toll, es gibt welche, die können damit gar nichts anfangen. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Ich selbst muss sagen, ich finde die Karte ganz, ganz nett. Ich spiele sie eigentlich sehr gerne. Ja. Kurz mal angestupst, einfach mal ein kleines Hallo an dieser Stelle. Wo ist er? Wo ist der Gegner? Da ist er. Aber er trotzdem noch nicht. Der Jagdtiger ist übrigens auch prädestiniert dafür, dass man den aggressiv eigentlich spielt, weil er einfach eine gute Panzerung hat. Aber vielleicht natürlich nicht unbedingt sofort losstarten, sondern erstmal so ein bisschen den Gegner kommen lassen. Und jetzt hat man schon gesehen, den ersten Gegner, der ist hier mit Schwung durchgefahren, hat also da nicht getroffen. Und jetzt hier der nächste ist der T32. Ja, und wenn es mit der Wanne nicht klappt, dann nimmt man einfach die Kommandantenkuppel. Weil der Jagdtiger hat eine gute Aimzeit und eine recht genaue Kanone. Das kann man mit dem schon machen. Bisschen drüber gesenzt. Wow, da kommt aber mal ein fettes Gerät ins Bild gefahren. Der T32, das kann er noch die ganze Zeit. Und man, das schnelle ladende Geschütz ist einfach gigantisch gut. Ah. So. Der T32 kommt auch ganz vernünftig durch, aber unterm Strich. So, und ihr seht einfach, wie schwer sich der T32 hier tut, einfach mit diesem schnellschießenden Gerät. 260 Hitpoints hat er noch. Ah, schön. Vielleicht sogar noch einen. Nein, 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 bleib da. Ja. Ja, schön. Also, verdient hat er sich den T32 da geschnappt. Und jetzt kommt er da auf den IS-6 drauf. Auto-Aim. Oh, fiese Nummer. Ich will ihn ketten. Ich hätte ihn versucht zu ketten. So. IS-6 jetzt. Frontplatte kann man mittlerweile recht gut durchschießen jetzt mit 9.14. Oh ja, oder da. Ja. Wenn er sich so stellt, dass er so den Winkel herstellt, dann schreit er ja und bettelt schon nach dem Killshot. Jetzt hat er ihn ja bekommen. So, und der T34-1 da vorne. Und jetzt geht er Richtung Front. Und jetzt hier, ja, der T28 Brot. Aber auch der wird einfach schnell zerlegt in das, was ihm bestimmt ist, seine Einzelteile. Das ist halt deutscher Panzer, was will er denn? Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ziel erfasst. Wir haben sie nicht.
So. Der UI ist auch auf dem Rückweg. Da kommt, also, ist doch egal. Ihr könnt ihm doch eh nichts. So, A44. So. Einen braucht er jetzt noch, dann ist auch der weg. Und jetzt seht ihr auch, dass der Jagdjäger eine gute Panzerung hat. So, bevor der überhaupt rumgucken kann, kriegt er nochmal eine. Ah. Kommt da nicht dran. So, und der UI seitlich. Er geht hier durch wie Butter, wie ein heißes Messer durch die Butter. So ist es richtig sagen. Ich wollte schon sagen, wie ein Butter durchs Brot, aber das hätte unterm Strich nicht viel Sinn gemacht. So, eine Arti ist noch. Die ist da vorne, lustig. Und da der Jagdtiger, der Rheinmetall. Und da schießt er auch schon HE vollkommen richtig. Der sechste Kill war ihnen in der Runde auch vergönnt. Also der Krieger verdient gemacht. 5.632 Schaden, 3.100 abgewehrt, 728 unterstützt und unterm Strich 132.000 Credits hat er auf die Kralle bekommen. Wenn das nicht eine feine Runde im deutschen Stahl war, dann weiß ich auch nicht welche. Und dementsprechend dann lasst mir doch einen Daumen und einen Kommentar sehr gerne da. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.